Ja, hallo und sali miteinander zu dem neuen Videoformat. Jetzt auch das erste Mal in meiner Landessprache. Also, es ist wieder mal Premiere auf meinem Kanal. Und eigentlich als erstes würde ich mal gerne sagen, dass so Videos hier mit dem improvisierten ja, Intro-Special eine Art so kommuniziert wird, dass ich das als One-Taker machen will, also sozusagen als Uncut-Version. Hört man so weiterführen oder nicht, das weiß ich nicht, das prüfen wir noch. Aber eigentlich sollte es ja generell dazu beitragen, dass wir, also du da draußen, oh, die Kamera bewegt sich, geil, ja, dass du da draußen und ich eventuell über Sachen reden, also du kannst in den Kommentaren schreiben und ich rede mit dir da über Sachen, was mich gerade so, ja, was mir gerade so ein bisschen durch den Kopf geht und auch faszinierend. Und da ist zum Beispiel gerade, ich glaube, ist das heute in den 20 Minuten, ich weiß gar nicht. Wartet mal. Genau. Da oben könnt ihr es vielleicht lesen. Trotz 351 Lektionen, keine Ahnung von Französisch. Das ist wirklich wahr. Also ich kann selber aus meiner Erfahrung reden. Französisch, ja, du, mir hat es gemacht, weil man es halt in der Schule hatte, weil man es als Fach hat. Und mir jetzt auch nicht. Also sage jetzt noch, Klasse müssen wiederholen. Das ist vielleicht ein bisschen, ist jetzt nicht auf YouTube so, aber es ist jetzt persönlich gesehen. Eine Klasse müssen wiederholen, scheiße gelaufen. Ja, darum habe ich ein Jahr mehr Franz gemacht als die meisten da. Vielleicht mal zuschauen. Und ich muss sagen, ja, ich kann jeden Shit lesen, was auf Französisch steht. Also, es tönt gut, aber ich verstehe, wenn es gut kommt, vielleicht 10%. Maximal. 20-30%. Also, mehr auch nicht. Und es ist eigentlich erschreckend, wenn man denkt, 8 Jahre, wenn man es jetzt dauernd kommunizieren, also dauernd immer reden würde und nicht nur in der Schule, dann könnte man sie vielleicht, sagen wir mal, in einem halben Jahr oder so relativ gut. Aber es bringt doch einfach nichts, wenn man 2-3 Lektionen Schule in der Woche hat und dann wieder heimgeht und wieder die gleiche Sprache redet wie wir jetzt zusammen da. Also das ist eigentlich ein Witz. Wirklich, das ist grundgenommen ein Witz. Plus, als ich noch in die Schule gegangen bin, also jetzt in die Oberstufe, das sollte, glaube ich, vor 4,5 Jahren gewesen sein, dann ist das einfach so gewesen, ja, du, gell, du bist eingehockt, wie jeder andere, hat vielleicht ein bisschen Scheisse gelabert. Hat mal die Stunde angefangen und irgendwann ist ich muss die Wandtafel füllen und etwas auf Französisch aufschreiben, was du eigentlich gelernt hast oder nur explizit das, was du hast müssen können, gelernt hast. Man hat nicht mehr gemacht, als man hätte sollen. Es ist vielleicht im Nachhinein wieder mal so Minimalisten gesehen, möglichst wenig machen für viel Aufwand. Ist ja heute noch das Denken. Wir haben schon die Firmen gesehen, was da alles gemacht wird. Möglichst wenig potenzielle Energie in ein Produkt stecken, aber gleich den höchsten Ertrag von einem Produkt erzielen. Es gibt mir zum Beispiel relativ gut, ich hätte jetzt nicht irgendeine Firma downziehen. Natürlich in der heutigen, Welt von den Smartphones und iPads ist natürlich wieder so, es gibt wieder so herausstechende Hersteller, wie zum Beispiel jetzt eben, neu ist ja glaube ich auch noch wieder Microsoft mit dem Tablet eingestiegen, ich weiß es nicht genau, oder ich weiß ja auch nicht. Auf jeden Fall die 2 grössten Smartphone- oder Handyhersteller sind auf jeden Fall
Samsung bei Android und Apple, was eigentlich als einziges iOS-Betriebssystem hat auf dem Markt. Was ich relativ gut finde an den zwei Allgemeinhersteller, sie bieten für jeden, also jetzt sagen wir mal Typen, jetzt diese zwei Typen, Android ist vielleicht ein bisschen günstiger, sagen wir jetzt mal im Teil, wenn man Samsung mal betrachtet, ich weiß nicht genau den Listenpreis von einem S6, aber ich denke so, also jetzt nicht das Edge, sondern das normale S, das liegt etwa gleich wie mit dem iPhone 6. So um die 700 Franken jetzt die günstigsten Versionen. Mit dem Edge ist es glaube ich vergleichen wie mit dem iPhone 6 Plus. So von der Preisklasse her. Also die kommt es jetzt nicht darauf ab, ob du jetzt ein Samsung hast oder ein iPhone. Das ist eigentlich noch gleich vom Preis her. Von der Leistung, was du willst, ist es relativ unterschiedlich. Natürlich, du kannst jetzt bei Apple auch sagen, ja, du hast wenig Leistung und bei Samsung hast du viel. Aber man muss es so sehen, ich sage jetzt einfach mal grob, ich will das nicht sagen, gar nichts, weil es ist eigentlich eher so ein Quatschvideo mit euch über Sachen, die ich jetzt hier einfach ein bisschen zusammenschaufle und so. Ja, von mir aus gesehen, tut eigentlich Apple nicht wahllos grosse Mengen von, wie soll ich sagen, Leistung in ein Phone drücken, sondern tut das optimieren, dass es selber ineinander innen perfekt läuft und somit möglichst wenig, mit möglichst wenig Leistung zum perfekten Ziel kommt. Im Gegensatz zu Samsung, jetzt im Vergleich zum iPhone 6 S6, wenn ich das richtig sage, das hat jetzt, glaube ich, nehme mal an, 3x mehr RAM und ich glaube sogar einen doppelten oder dreifachen Prozessor. Aber was bringt dir das? Natürlich ist jetzt der Vergleich ein bisschen doof, weil beim Apple ist jetzt noch der Akku ein bisschen beschissener. Aber wenn der Akku jetzt gleich gut wäre wie beim Samsung, dann würde das theoretisch doppelt so lange laufen. Weil mein jetzt da, das Schrott-iPhone, wo ich für 250 ergattert habe, mit 100 Franken, also 150 das iPhone und 100 noch 100 noch Versicherung. Also 250 ist sehr günstig. So günstig kommt man normalerweise an kein iPhone hin. Ja, man muss halt wissen, wie man so an die Sachen kommt und je nachdem gefällt dir ein Betriebssystem, das überall sich auszeichnet, dass es gleich funktioniert. Oder willst du je nach App eine andere Einstellung oder eine andere Farbe haben? Also je nachdem, Betriebssystem Samsung, also Android oder iOS, jeder ist anders überlassen und jeder hat auch ein bisschen andere Sachen. Ja, das ist ein bisschen doof, aber du, wir in den Industrieländern haben die Wahl, uns zu entscheiden. Das hat nicht viel, das hat nicht jeder. Es ist einfach so, man beschwert sich eigentlich über Sachen, es ist Android besser, Samsung, bla bla bla, Apple ist ein Scheissdreck, bla bla bla, und es kaufen gleich viel. Wenn Apple, es ist egal, ihr könnt ja kaufen, was ihr wollt. Ja. Es ist immer der witzig. Ja. Und heute ist ja, glaube ich, noch genau bei der Arbeit, das bin ich so erschrocken. Heute ganz normal am Arbeiten, sogar noch auf 20 Minuten gekommen. Ich arbeite ja, ich sage jetzt nicht die Firma, aber ich arbeite Ende, also knapp ja, noch im Kanton Luzern, aber so an der Grenze von Aargau. Und das ist da, wo ihr vielleicht bemerkt könnt, Überschallknall erschreckt Aargau. Habe ich auch noch gehabt. Das war wirklich geil gewesen. Ich so einfach am Arbeiten am PC und plötzlich wie irgendwie etwas würde runterfallen.
Also wirklich so wie ein Stahlträger, weil wir machen auch gleichzeitig in unserem Geschäft machen wir auch einen Neubau, also einen zweiten Neubau, eine grosse Halle. Vielleicht weiss jetzt der oder andere, wo ich arbeite, aber das sollte es hier eigentlich nicht das Thema sein. Und ist so einfach plötzlich das Hure Knall gekommen. Zweimal. Wahrscheinlich der Flieger gesehen oder ich weiss nicht, wie der Überschallknall so genau funktioniert. Also vielleicht könnte es nur einer gesehen sein, das weiss ich nicht. Ja. Und es war so, eigentlich so erschreckend gewesen. Die zwei Knall, bum, bum. Fenster haben vibriert. Ja. Und wir haben zuerst uns erschrocken. Was ist jetzt los? Ist irgendetwas passiert? Wirklich, was könnte sein, dass irgendein, sag jetzt mal, ein Anschlag ist? Eine Demonstration, die irgendwie, keine Ahnung, ausgeartet ist. Wer weiß bei unserer Welt schon. Jeder tickt anders, jeder hat seine Probleme da oben, irgendjemand tickt schon immer. Ja. Und was in letzter Zeit noch wirklich ist. Ah, genau, ich glaube, was noch neuer ist als das, was ich bis jetzt erzählt habe, ist der Minecraft Story Modus SZ, glaube ich. Ist, glaube ich, schon die letzten Tage gekommen. Oder wird erst kommen. Aber auf jeden Fall, der ist jetzt, glaube ich, draußen. Und der, ich weiß nicht. Ich habe so viele Projekte auf meinem Kanal jetzt, ja, vielleicht ein bisschen labern. Das ist relativ einfach gemacht. Guerilla-mässig noch im Zeug hier. Aber sonst, ich habe relativ sehr viele Projekte auf YouTube. Das ist wirklich extrem. Ich komme gar nicht dazu, alle richtig zu bedienen. Weil, also, zu beliefern, ich habe theoretisch gesehen, sagen wir jetzt 2 bis 3 unterschiedliche Projekte in der Woche meistern. Mir geht aber auch nicht. Und ich bin so ein Typ von Trotto, sage ich jetzt einfach mal gerade raus da, dass ich das Game anfange, das Let's Playen mit euch. Dann sehe ich noch ein anderes Game, will das Game, fange das an. Lass anderen aber liegen, irgendwo da rein, in dem Haufen. Und dann mache ich irgendwie das nächste, das dritte, das vierte. Bernd vielleicht mal das zweite, das ich angehe. Also mir geht es lang aktuell so bekackt, von den Let's Plays her, von der Zeit, dass ich es irgendwie kann handeln kann. Weil ich habe, ich habe so viele Projekte, die endlos sind. Wie zum Beispiel Minecraft. Das habe ich mal, sagen wir mal so pausiert, weil ich will zuerst die Projekte fertig machen, die am Laufen sind. Also die beenden könnt werden. Dazu gehört aber der Elder Scrolls ja auch nicht. Risen bin ich aktuell ein bisschen am Folgen produzieren, wird auch die nächsten Tage ein bisschen, glaube ich, mehr kommen. Sollte mehr kommen, ja, wenn ich es wieder nicht verpasse, zu uploaden. Und sonst andere habe ich vielleicht verworfen oder vernachlässigt, das kann auch sein. Wenn ihr auf jeden Fall noch Let's Plays die wir gesehen haben, die ich angefangen habe, also die jetzt noch nicht zu Ende geführt sind, einfach ab in die Kommentare damit. Ich würde mir das anschauen, sehr gerne. Ich habe sehr gerne Kommentare, wo ich auch konstruktive Kritik annehmen kann. Es muss nicht irgendwie sein, Scheisse, Kacke, du bist doof, schneid mal die Haare, habe ich auch schon gehabt übrigens. Das war aber vor 3 Jahren gesehen. Oder 2 Jahre, 2,5, 3 Jahre, ja. So Zeug ist damals noch ein bisschen in gesehen. Und heute geht es ja schon über Beef und Hates und ja, davon wollte ich gar nicht erst reden. Da gibt es eventuell irgendwann mal wieder ein Video. Wenn man drum ist, hocke ich wieder rein, nehme etwas auf und ihr habt auch etwas. So einfach ist das. Übrigens, trotz Dosen schiff es die ganze Zeit. Ich bin schon von der Arbeit, wo ich eben nach dem Knall, nach dem Überschallknall, bin irgendwann schon mal um 4:30, 5 heimgefahren mit dem Velo. Ich fahre die 10 Kilometer, die ich habe mit dem Velo. Weil ich habe mir gesagt, schau jetzt, wenn du schon den Führerschein machst, dann kostet es so um die 3.000 bis 5.000 Stutz, wenn du alles zusammenrechnest. Scheiße. Das Geld hätte ich.
vielleicht 2 Monate warten, dann hätte ich vielleicht wirklich das Geld mit ein bisschen mehr Puffer für mich. Aber jetzt kommen dann gleich die verkackten Tests. Was willst du machen? Wenn du eine Prüfung hast, musst du halt dafür lernen. Es kommt vielleicht nicht gerade jetzt, also das Jahr wird noch nicht passieren. Es ist erst nächstes Jahr, also anfangs nächstes Jahr, wie es im Sommer, dort wird eventuell gleich viel laufen. Aber vielleicht nicht so unterhalten oder so, wie soll ich sagen, die Webseite wird vielleicht ein bisschen vernachlässigt. Also letsplayer.ch ist ja meine Webseite. Dort poste ich meine Videos und habe einen kleinen Blog eingerichtet, also so Kurznachrichten oder was auch immer. Ihr könnt den abonnieren, da wird zumindest eine Nachricht an euch gesendet per E-Mail, dass ich etwas gepostet habe. Und da wird rausgehen, also somit sind ihr eigentlich Facebook und so und Twitter. Twitter bin ich zwar aktiv, aber mir gefällt doch eine Webseite, wo alles beieinander ist, schon besser. Das ist wirklich so. Auf jeden Fall, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht gelangweilt. Und wenn ihr noch mehr von diesen Videos sehen wollt, könnt ihr mir entweder ein Like oder ein Dislike geben, je nachdem, was ihr wollt. Weil es ist ja Meinungsfreiheit bei uns in der Schweiz und in Europa sollte auch sein. Ich freue mich auf jeden Fall auf konstruktive Kritik. Bis bald und eventuell bis zum zweiten Part. Tschüss, das ist's mit Uncut.